und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Hausbau-Vlog von mir. Ich nehme euch die Woche wieder mit. Ich lade euch ja regelmäßig jede Woche eben einen neuen Vlog online. Und diese Woche wird wieder einiges passieren. Ja, diese Woche werden wir zu IKEA fahren wieder. Da nehme ich euch auch natürlich mit. Wir gucken auch wieder nach Neuheiten und wir brauchen ein paar Dinge. Auch ja so ein paar Zubehörsachen für den Pax-Schrank. Außerdem wird diese Woche auch mit den Fliesen begonnen. Also ich kann es wirklich gar nicht glauben. Wir bekommen ja Fliesen im Wohnbereich, im Hauswirtschaftsraum, im Technikraum, im Gäste-WC und oben natürlich im Bad. Da bin ich auch schon ganz aufgeregt und total gespannt. Und außerdem muss ich diese Woche auch noch zu DM. Hier sind ein paar Sachen ausgegangen. Da werde ich euch auch mitnehmen. Und ich erwarte auch eine Amazon-Bestellung. Ich habe da nämlich noch ein paar praktische Organizer bestellt. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit meinem Vlog. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, wir haben Samstag um 8 und wir stehen jetzt hier gerade im Haus. Basti ist gestern fertig geworden. Hier mit dem Grundieren in der Küche, im Essbereich, im Wohnzimmer. Hier am Gang und im Gäste-WC und heute kommt der Fliesenleger und fängt schon mal an hier mit dem Wohnbereich. Ich freue mich so sehr. Genau, also wird heute auch ein richtig spannender Tag und ich kann euch bestimmt schon am Abend eine kleine Veränderung hier zeigen. So, das ist jetzt der aktuelle Stand hier mit den Fliesen. Übrigens haben wir 80 auf 80 Fliesen. Genau, und zwar sind die fleißigen Arbeiter und Freunde auch soweit fertig gekommen. Wir haben hier Küche, Essbereich und Wohnzimmer. Echter Wahnsinn. Aber heute sind wir echt schon weit gekommen, wie ich finde. Das ist halt total zeitaufwendig. Umso größer die Fliese ist, umso länger dauert es auch. Und 80 auf 80 ist halt schon ziemlich groß. Am Montag werden dann die anderen Räume gemacht. Hier wird der Gang auch gemacht. Dann das Bad und oben das Bad wahrscheinlich. So sieht unsere Fliese aus. Die ist in einem Hellgrau und hat so eine leichte Schieferoptik. Also kommt drauf an, hier sieht man es stärker. Es gibt auch Fliesen, das sieht Basti nicht so stark, aber wir finden die wirklich sowas von schön und sind richtig happy mit der Auswahl. Ich wollte euch meine H&M-Bestellung zeigen. Ich habe bei H&M Home zwei Artikel bestellt. Einmal hier dieses wunderschöne beige, leicht geriffelte, sieht aus, finde ich, wie so eine Blume. Ja, Untersetzer, Unterteller oder kleines Dessertteller, würde ich sagen. War auch super günstig. Und dann, das ist ein Buchständer. Richtig cool. Den gibt es auch noch in Weiß und Gold. So sieht der aus. Und da kann man dann ein offenes Buch drauflegen. Ich finde das so cool. Und vor allem bei H&M ist es total oft ausverkauft. Momentan gibt es den aber. So, wir sind jetzt unterwegs zu IKEA. Denn wir brauchen noch ein paar Dinge, die sonst auch immer ausverkauft sind. Also momentan ist es ja gar nicht so leicht, die Sachen zu bekommen, die man braucht, weil vieles einfach auch Lieferschwierigkeiten hat. Und deswegen wollen wir auch schon wieder für den Pax-Schrank ein paar Dinge kaufen. Da habe ich gesehen, dass jetzt eben momentan wieder lieferbar sind. Und auch noch so ein paar andere Dinge, die wir brauchen. Deswegen fahren wir jetzt noch zu IKEA. Wir haben Samstag 18.39 Uhr und ich hoffe, jetzt ist nicht mehr so viel los, weil ich habe mir geschworen, Samstag eigentlich nie wieder zu IKEA zu fahren, weil es einfach die Hölle ist. Aber manchmal muss man einfach. Und jetzt mit dem Hausbau und mit dem Umzug, ja, mal gucken. Aber jetzt sind wir eben so spät dran. Ich hoffe, dass weniger los ist. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es jetzt dann gleich aussehen wird. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Also um die Uhrzeit ist wirklich nicht mehr so viel los wie normal für einen Samstag. Also richtig gut, werden wir eventuell öfters machen. Hier gibt es auch wieder den alljährigen IKEA Adventskalender. Ich glaube, da werde ich vielleicht auch einen mitnehmen.
again. With you everything was complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song. Weihnachtssachen gibt es auch schon wieder. Ich werde euch ja wie immer auch einen IKEA Weihnachts-Shopping-Vlog drehen. Der wird auf jeden Fall demnächst online gehen. Da werde ich euch alle Weihnachtssachen zeigen, die es eben bei IKEA zu kaufen gibt. So, wir haben jetzt auf jeden Fall einiges noch mitgenommen, ein paar Dinge und auch Badmöbel, die sind da hinten, sogar eine Platte für die Badmöbel und hier auch noch so Kleinkram, aber ich werde euch alles in Ruhe zu Hause zeigen. So, ich werde euch jetzt die Dinge zeigen, die wir jetzt bei IKEA gekauft haben, und zwar einmal hier so ein Abtropfgestell in schwarz. Das finde ich total praktisch, ich werde das so ein bisschen zweckentfremden, weil ich das für die Organisation super finde. Wir haben davon zwei mitgenommen und da kann man halt richtig gut solche Deckel von Tupperwaren aufbewahren oder eben von so Brotdosen, wo man irgendwie immer so eine gemischte Schublade hat mit den Behältern und dem Deckel. Und die Behälter will ich auf eine Seite machen und dann eben passend die Deckel. Deswegen durfte das mit, war auch günstig. Dann habe ich endlich bei uns diese mega süßen und günstigen Teelichthalter entdeckt. Sind die nicht schön? Guckt euch die mal an. Die kosten einfach nur 25 Cent. Da habe ich mir ein paar mitgenommen für Feste und so, dass ich da auch wieder ein paar oder mehr einheitliche habe. Dann weiter geht's mit einem IKEA Family Angebot. Eine Backmatte in beige. Habe ich euch auch vorhin gerade gezeigt. Ich fand die auch so, so schön. Die durfte mit. Habe ich nämlich noch keine. Und dann ein paar von diesen Hosen, Kleiderbügelhalter. Da werde ich nämlich meine ganzen Röcke drauf aufhängen. Finde ich super praktisch eben für die Röcke für mich. Da werde ich jetzt schon mal damit anfangen und mal gucken, wie viel ich da noch brauche. Ja, dann habe ich nochmal so ein Teil mitgenommen. Und zwar könnt ihr das hier sehen. Das ist auch so ein Topfdeckel-Organizer. Da kann man die Deckel einfach von den Töpfen und Pfannen aufbewahren. Fand ich auch super praktisch. Ich verlinke euch auch alle Produkte in der Infobox unten, falls euch das auch interessiert. Dann habe ich auch diesen IKEA Adventskalender mitgenommen. Fand ich so cool, weil, passt auf, eigentlich macht man damit fast keinen Verlust. Der Kalender kostet um die 12,95 €. Und eine Aktionskarte ist in jedem Kalender enthalten, in dem Wert von 10 Euro. Also einmal 5 Euro fürs IKEA-Restaurant, ist ein Gutschein drinnen, und auch mindestens 5 Euro bei IKEA selber. Und dann hat man nämlich noch die Chance, in jedem 5. Adventskalender sind solche Karten von 5 bis 1000 Euro enthalten. Also 5 Euro hat man sicher, aber es kann auch noch mehr sein. Oh, bin sehr gespannt. Ansonsten ist da einfach Schokolade enthalten. Richtig schöne Weihnachtsschokolade. Sogar so Spekulatius, Sterne und sowas.
Also richtig schöne weihnachtliche schwedische Delikatessen. Ansonsten blende ich euch jetzt mal hier ein, weil die großen Sachen haben wir schon verräumt. Wir haben 5 von diesen Kleiderstangen für den Pax mitgenommen, die 1 Meter breiten. Die sind nämlich momentan auch oft nicht lieferbar, deswegen haben wir da gleich noch welche mitgenommen. Dann haben wir auch für den Pax diese Schubläden mitgenommen. Von denen brauchen wir echt total viele. Für unsere Garderobe, aber auch für unseren Kleiderschrank. Genau, ansonsten haben wir sogar Badmöbel gefunden. Ich bin richtig happy. Wir haben diesen Badschrank in Grau mitgenommen. Richtig toll, passt perfekt. Und dann auch noch dieses Regal. Das werden wir an den Badschrank dran schrauben. Und dann haben wir auch noch so eine schöne Platte mitgenommen. Die ist auch neu bei IKEA, also brandneu. Ich glaube, die gibt es erst seit ein paar Wochen. Und zwar ist die in so einem schwarz marmorierten Muster. Passt also auch perfekt zur Küche. Genau, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir jetzt sogar die Badmöbel finden, weil online gab es die eigentlich nicht. Also da waren die bei uns nicht verfügbar. Also lohnt es sich doch oft auch selber vor Ort zu IKEA zu fahren, um zu schauen, ob die Sachen wirklich momentan nicht auf Lager sind oder vielleicht doch. Ja, das war es dann auch an den großen Teilen. Genau, ja. Das war unser IKEA-Einkauf. Wir werden die Sachen jetzt erstmal wieder wo lagern und dann beim Einzug, wenn es soweit ist, wieder rausholen und aufbauen. Ach, ich freue mich schon so sehr. So, gestern haben wir auch noch ein Riesenpaket von Westwing bekommen. Da drin sind nämlich unsere Esszimmertischlampen. Die werden wir jetzt mal auspacken und schauen, ob die ja gut angekommen sind und auch eben prüfen, dass es keine Transportschaden an dem Produkt gibt. Und dann werden wir die auch wieder verräumen. Mal gucken, wie die in echt jetzt aussehen. Ich bin schon richtig gespannt. Das ist die Produktbezeichnung. Also falls ich die Lampen bei Westwing noch finde, verlinke ich euch die unten in der Infobox. So heißen die auf jeden Fall. Und ja, ich habe schon reingeschaut. So sehen die aus. Richtig schön. Kann ich mir richtig gut vorstellen, eben über unseren Esszimmertisch. Und passend dazu gibt es eben auch die Aufhängung in Mattschwarz. Passt natürlich perfekt zu unseren Tischbeinen, zu unseren Stuhlbeinen. Das fand ich natürlich auch super, dass die eben in Schwarz dabei war. Genau. Wir werden jetzt noch die andere anschauen, aber die schaut echt ganz in Ordnung aus. So, guckt mal. Gut, dass wir alle ausgepackt haben. Ich habe hier schon einen richtigen Fehler entdeckt. Und zwar ist hier eine Latte, sage ich jetzt mal, komplett gebrochen. Und das andere Teil ist auch gar nicht dabei. Also ist die schon so gebrochen oder kaputt verpackt worden. Ja, ist natürlich ärgerlich. Wir müssen Westwing schreiben und ich hoffe, dass es die Lampe noch gibt. Weil wenn, dann haben wir jetzt echt Pech, weil dann können wir beide Lampen zurückschicken und haben gar keine. Wir haben heute Mittwoch, ich zeige euch mal den allerneuesten Stand sozusagen. Guckt mal, unsere Badewanne ist einfach schon hier reingesetzt worden. Also die ist noch nicht fest, nur schon mal reingehoben worden. Das Graublaue hier wurde gestrichen. Das ist so eine Art Wasserschutz. Und ich sehe gerade, hier in der Dusche wurde auch der Estrich gegossen. So sieht es aus. Wir haben ja eine bodentiefe Dusche. Das heißt, man kann hier direkt reingehen ohne so eine Wanne und so. Und der Ablauf ist auch direkt in der Fliese am Boden. Und hier wurde das auch schon so graublau rausgestrichen. Hier sieht man unsere Badfliesen. Die sind von dieser Marke. Das sind auch italienische Fliesen. Keramische Supercress. Die sind 75x75, so bekommen wir die am Boden und an der Wand. 1,50x75. Wir haben heute von unserem Fliesenleger Fliesen zur Auswahl bekommen. Eigentlich nur eine Sorte, ein Muster. Mal gucken, weil hier brauchen wir noch welche für unseren Hauswirtschaftsraum. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Hier in der Kamera kommen die irgendwie noch grauer rüber. In echt sind die so ein bisschen beige-bräunlich. Ich weiß nicht, in der Kamera finde ich die fast schöner wie in echt. Aber da passiert halt richtig viel. Da ist ein richtiges Muster drinnen. Erinnert mich so ein bisschen an Terrassenfliesen. Ich weiß auch nicht genau. Weil hier in der Wand möchten wir komplett eine Waschzeile haben. Also sieht man eh nicht viel. Man sieht eigentlich nur hier so die Fliesen und hier hinten kommt wahrscheinlich mal ein Schrank oder ein Regal rein. Kann dann richtig hochgezogen werden. Guck mal. Mal gucken. Viel sieht man wahrscheinlich nicht von den Fliesen. Aber ich glaube, da ist mir einfach zu viele
los? Ich weiß auch nicht. Was sagt ihr? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Findet ihr die schön? Würdet ihr die für den Hauswirtschaftsraum nutzen oder eher nicht? Ich bin echt gespannt auf eure Meinungen. Ach doch, wir haben noch eine Fliese bekommen. Das habe ich total vergessen. Die war nämlich unten im Erdgeschoss. Guck mal, das wäre eine anthrazitfarbene. Also sehr, sehr, sehr dunkel. In echt ist die noch dunkler. Jetzt bin ich sehr verunsichert. Aber ich möchte eigentlich die Räume generell nicht zu dunkel gestalten. Eher hell, aber die in der Farbe. Ich glaube, das wäre es. Aber hier ist mir einfach viel zu viel los. Das erinnert mich irgendwie an ältere Häuser oder ältere Terrassen, ich weiß nicht, dieses Muster, bin ich mir ja noch unschlüssig. Aber schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche ihr jetzt besser findet, entweder diese dunklere oder die helle. Guckt mal, hier im Eingangsbereich, im Gang und im Wohnbereich wurden jetzt überall schon die Fliesen verlegt. Oh, ich finde es so schön. Wir haben 80 auf 80 Fliesen hier. Guckt mal. Ich bin richtig happy. Hier kommt sogar auch noch ein bisschen dunkler rüber wie in echt. Die Kamera verfälscht echt öfters die Bodenfarben. Aber so kommt es vielleicht hin. Hier kommt die Küche ja hin. Und der Hauswirtschaftsraum muss noch gefliest werden. Aber unter der Treppe wurde heute auch schon gefliest. Und zwar hier mit so günstigen Fliesen. Die waren super, super günstig. Deswegen haben wir uns auch für die entschieden. Und ich finde die auch ehrlich gesagt sehr schön. Die sind 30 auf 60. Und das ist ja nur für den Abstellraum unter der Treppe. Da kommen ja auf jeder Seite nur so Regalbretter hin. Also das passt super. Und hier im Gäste-WC wurde auch schon, das sehe ich jetzt gerade erst, der Estrich gegossen. Das ist eben auch wieder der Duschablauf. Und hier wurde auch wieder dieses grünblaue Zeug gestrichen. Mit der Nische in der Mitte. Genau, ja, und das war's von heute. So, ich zeige euch jetzt mal meine Amazon-Bestellung. Ich habe schon ausgepackt. Und zwar habe ich hier Nahrungsergänzungsmittel wieder bestellt. Und zwar von Natural Elements Hyaluron-Kapseln. 90 Kapseln, hält also für 3 Monate. Ich nehme ja jeden Tag Nahrungsergänzungsmittel und darunter eben auch Hyaluron. Dann aber auch Kurkuma, die sind mir auch wieder leer gegangen. Deswegen musste da auch wieder eine neue Packung her. Und dann habe ich hier 2 Kühlschrank-Organizer mit bestellt. So mega genial einfach. Die haben hier alle erstens einen Deckel, was super praktisch ist. Und dann schaut euch das mal an. Hier gibt es verschiedene Schieber, die kann man eben, wie man möchte, verschieben. Und so hat man immer unterschiedlichen Platz. Man hat also 3 Fächer. Mega, oder? Und hier habe ich auch noch eine kleinere mitgenommen. Da ist dann ein Schieber drinnen und dann hat man eben 2 Fächer. Und hier können zum Beispiel auch Karotten, Tomaten Platz finden. Aber auch andere Sachen wie Snacks oder ähnliches. Also alle Dinge werde ich euch auch verlinken, falls euch auch etwas gefällt. Ich bin mega happy und eigentlich sollten noch die ein oder anderen Aufbewahrungssachen kommen. Ich denke mal dann in den nächsten Tagen. Ich hab dann nämlich noch ein bisschen mehr bestellt. Bin jetzt zu DM gefahren. Ich brauche nämlich ein paar Kleinigkeiten, die mir ausgegangen sind. Bin auf der Suche nach meiner Wimperntusche. Die ist momentan so oft ausverkauft, aber da habe ich es jetzt gefunden. Wie cool, da werde ich mir, das ist die letzte gewesen, die werde ich mir direkt mitnehmen. Das ist eine aktuelle LE von Disney. Richtig schön. Guckt euch mal die Paletten an. Eine Seife brauche ich auch. Da gab es auch eine Preiserhöhung. Die kostet jetzt 75 Cent. Die war früher günstiger. Aber mal gucken, was es noch so gibt. Aber ich glaube, ich werde die nehmen. Die ist auch neu. Dann sind mir meine Abschminktücher leer gegangen. Dann nehme ich mir jetzt mal hier die Packung mit. Die Verpackung sieht so schön aus. Hier gibt es eine neue Tuchmaske. Guckt mal, die ist schon winterlich. Die heißt Be Icy. So clear.
Ich habe hier schon Weihnachtslebensmittel entdeckt, die Limited Edition von DM. Da gucke ich jetzt auf jeden Fall mal durch. Ich liebe ja die Lebensmittel, diese Sondereditions immer, die es bei DM gibt. Winternudeln für 95 Cent, die sehen ja auch süß aus. Dann gibt es hier sogar Weihnachtstassen, die finde ich richtig schön. Aber ich habe, glaube ich, genug Tassen. Die ist auch richtig süß. Dann gibt es auch wieder den Winterpunsch. Zwei verschiedene Sorten, einmal Holunder und einmal Apfel, Orange, Zitrone. Richtig lecker, da werden wir beide mitnehmen und probieren. Bei mir ist gerade wieder eine Amazon-Bestellung angekommen. Ich verlinke euch auch die Sachen unten in der Infobox. Einmal dieses tolle Drehteller hier von der Marke iDesign. Die kann ich so vielseitig benutzen. Dann habe ich hier zum allerersten Mal Soflora gekauft. Das ist ja in England total bekannt. Richtig toll, wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich habe das endlich bei Amazon bekommen und zwar in der Richtung Orange und Limette. Da gibt es ja auch verschiedene. Und zwar ist es unter anderem ein Desinfektionsmittel, beseitigt Gerüche und hat halt einen unglaublich guten Duft, der 24 Stunden lang halten soll. Dieses Mittel kann man überall reinmischen, wo man möchte. Also in jedes Putzmittel, in jedes Putzwasser, zum Bodenreinigen, fürs Bad, in eine Sprühflasche. Also richtig cool. Und dann habe ich hier nochmal was für die Organisation mitgenommen. Hier in Rosa gibt es auch in verschiedenen anderen Farben. Und zwar ist das so eine Fächerbox, sage ich mal. Ich brauche hier mal zwei Hände, aber die kann man aufstellen. Und zwar sieht das dann so aus. Die kann man auch in den Schrank reinstellen und dann kann man hier auch die Reiter beschriften. Da ist nämlich auch sowas dabei. Hier diese Reiter in verschiedene Kategorien auch einteilen und ich finde das halt auch super praktisch für Dokumente. Ist aber auch ein guter Tipp, falls ihr Kinder habt, da könnt ihr auch die Zeichnungen und das Gemalte aufheben, zum Beispiel auch nach Jahren oder so. Ja, dann hat man halt einen Platz, an dem man das sammeln kann, dann fliegt nicht alles immer rum. Finde ich wirklich super praktisch. So sieht es aus, kommt bei mir in den Büroschrank. Hier könnt ihr jetzt meine letzten zwei Videos sehen. Ihr dürft mich auch kostenlos abonnieren. Darüber würde ich mich mega freuen. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.